Hallo und herzlich willkommen zum Nachmittag JFD Live Trading TV am heutigen Montag zum Wochenauftakt, dem 17.8. Wir schauen auf den S&P 500, der hier relativ dynamisch sich von seinem Tagestief wieder erholt und nach oben kommt, während der DAX hier die 10.900 bereits unterschritten hat und hier mit gut rund einem Prozent im Minus verweilt ist. Der S&P 500, der Dow Jones und auch der Nasdaq hier komfortabel im Gewinn. Nachdem wir Freitag den Nasdaq angeschaut hatten und der sich eigentlich auch immer noch in seinem Abwärtstrend bewegt, ist heute hier der S&P 500 von erhöhtem Interesse. Wir schauen mal hier zunächst in den Stundenchart und sehen hier wieder, dass aktuell der Versuch läuft, den Abwärtstrend hier in der 24-Stunden-Indikation seit dem Allzeithoch zu durchbrechen. Wir machen mal hier eine Art Regressionskanal draus, also praktisch der Abwärtsimpuls hier spiegelt auf die letzten Hochs, um sozusagen nochmal eine weitere Widerstandslinie zu erzeugen. Und die lässt uns hier deutlich werden, dass der Index aktuellen Widerstandsbereich zunächst überwindet. Zum einen nochmal hier die Abwärtstrendlinie direkt, zum anderen hier diesen Horizontalwiderstand im Bereich 2095 Punkte. Da geht es gerade drüber. Da wird es wichtig sein, ob wir dieses Niveau halten können oder nicht. Der Index selbst hat hier im Ausdehnungsfall einer weiteren Performance jetzt die Chancen, hier in Richtung 2100 anzusteigen. Dann sollte sich aber eigentlich der Markt wieder eines Besseren belehren lassen und ja, möglicherweise auch der Bär wieder Einzug halten. Also ich gehe davon aus, wenn es Preisgewinne gibt in Richtung 2100, dürfte dann hier der Deckel drauf sein, maximal 2105. Da haben wir hier einen Widerstand aus dem Vorwochengeschehen hier vom 10.8. Da dürfte sich dann erneuter Abwärtsdruck bemerkbar machen. Es kann aber natürlich auch schon sein, dass wir hier eine ähnliche Umkehrkerze wie heute Morgen sehen. Sprich, die Dynamik, die aktuelle, verpufft wieder ein Stück weit und der Markt geht direkt von 2095 ausgehend wieder in einen Abwärtsimpuls über, was für mein Dafürhalten hier das präferierte Szenario ist. Das heißt, hier eher nach unten orientiert. Oberhalb von 2100 Punkten muss gesagt werden, haben wir hier zunächst hier die 2105 vor Augen. Das ist ganz klar das Level, was wir hier im kurzfristigen Bereich als Widerstand sehen, beziehungsweise als nächste Hürde, wenn es über 2100 rausgeht, und darüber hinaus wäre dann das nächste Level denkbar. Aber wie gesagt, das hier nicht das favorisierte Szenario. Also bei 2100 müsste theoretisch Schluss sein. Hier haben wir einen Horizontalwiderstandsbereich dann im Bereich, ja, 2112. Da wäre dann hier, wie gesagt, eigentlich der nächste Umkehrpunkt gefunden. Aber aufgrund des Trendlinienausbruchs beziehungsweise des Verlassens hier dieser Abwärtstrendbewegung wäre das unter Umständen, wenn wir hier hochlaufen, nur eine Art Verschnaufpause. Das heißt, für den Fall, dass der Index tatsächlich nach oben rauszieht, müsste man dann hier durchaus mit weiteren Hochs rechnen, sofern es denn tatsächlich so kommt. Aber das, wie gesagt, ist eher das untergeordnete Szenario. Die aktuelle Stärke, an der sich der Index aktuell, wie gesagt, versucht, ist meines Erachtens nur temporäre Erscheinung und insofern bleibt der Index auf schwachen Füßen. Gut, auf der Unterseite gilt es dann natürlich hier das Niveau von 2085 zu beachten. Andererseits haben wir hier auch direkt die Etage tiefer, 2080, hier ein frisch ausgebildeter Unterstützungsbereich, der dann gerade im kurzfristigen Bereich interessant werden sollte. Wenn der Index hier hinläuft, dann entscheidet sich sicherlich dort das weitere Geschehen. Aktuell aber, wie gesagt, stark bullisch. Wir sind gerade am Tageshoch. Der Markt denkt überhaupt nicht dran, eine Pause zu machen. Muss ich natürlich jetzt zeigen, wie das Ganze über die Eröffnungseuphorie bzw. die wiederkehrende Euphorie sich hier wieder verhält. Wir sehen ja, wie gesagt, nach der schwachen Eröffnung, nach dem Test der Unterstützung hier von 2080 Punkten, den dynamischen Umkehrschub, hängt auch damit zusammen, dass wir hier natürlich die, jetzt mal kurz warten, dass es kommt, die Nachrichten hatten aus dem Immobilienmarkt und diverse andere Meldungen, die aber hier gar nicht weiter ins Gewicht fallen sollen. Letztlich kam der Index hier unter technischen Gesichtspunkten hier bei 2080 zurück, erobert hier gerade das nächste Widerstandslevel 2095. Jetzt wichtig, dass das per Close hält. Wir haben hier noch gute 50 Minuten vor uns an Handelszeit. Das dürfte, wie gesagt, spannend werden, ob die Kerze hier dieses Momentum aufrechterhalten kann. Wenn nicht, wie gesagt, die Gefahr, dass es alsbald, Schrägstrich jetzt in Kürze sogar schon bei 2100 wieder dünn werden könnte. So, saisonal bedingt schauen wir auch natürlich noch auf den Index. Allerdings gehen wir dazu mal in den Tageschart, der sich hier wie folgt darstellt. Niveau 2100 ist legitim, haben wir hier auch als möglichen nächsten tieferen
Punkt im Sinne der Abwärtssymmetrie hier definiert. Das wäre, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Level, um hier zwischen 2000 oder im Bereich von 2100 Punkten wieder nach unten zu drehen und sozusagen das Abwärtsszenario weiter zu forcieren, inklusive eines neuen Verlaufstiefs. Das bleibt auch aktuell, wenn auch hier die Bullen bzw. die Bären nicht direkt durchstarten konnten, hier das zu favorisierende Bild. Und insofern mal abwarten, ob sich der Index dran hält. Die Saisonalität zeigt kurzfristig noch eine steigende Sequenz an, eine leicht steigende, was hier unter Umständen auch zu einem Fehlsignal auf der Oberseite nochmal führen könnte. Wir haben ja, wie gesagt, hier die Dreifach-Top-Bildung. Unter Umständen sehen wir hier noch ein Vierfach-Bewegungsmanöver, was der Fall wäre, wenn wir deutlich über 2100 rausziehen, dann 2112 attackieren, dann wäre das nächste Level 2130. Aber im Sinne dessen, was uns hier möglicherweise bevorsteht, wäre es doch anzunehmen, dass hier eher schwächere Kurse Einzug halten. S&P 500 also mit dem Versuch, hier nach oben aufzudrehen, auszubrechen. Ich denke aber, das müsste sich alsbald erschöpfen. Wie es dann weitergeht unterhalb von 2085 ist hier skizziert. Ein Ziel im Bereich unter 2050 wäre für diese Woche durchaus legitim. Warten wir ab, was der Markt uns zeigt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend, wenn er denn dann da ist. Bleiben Sie erfolgreich. Morgen dann auf ein neues hier auf dem JFD Desktop. Ich wünsche was. Schönen Feierabend, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.